Das Verschwinden von Felix Heger, einer der rätselhaftesten unter den bundesdeutschen Vermisstenfällen. So sah Felix damals aus, als er im Jahr 2006 verschwand. So würde er heute, wenn er noch lebt, vermutlich aussehen. Seine Großeltern suchen ihren Enkel noch immer. Wo ist das Kind? Das ist damals alles versäumt worden. Warum hat man sich nicht mehr gekümmert? Ich habe vor rund 10 Jahren schon einmal einen Film über diesen rätselhaften Vermisstenfall gemacht. Es ist eine große Tragödie und ein unglaublicher Kriminalfall. Im Jahr 2021 mache ich mich noch einmal auf den Weg zu den Großeltern. Sie wollen die Zuschauer um Mithilfe bitten. Findet jemand neue Spuren? Inzwischen wurde eine hohe Belohnung ausgesetzt. Bevor ich die Großeltern treffe, schauen wir uns erst einmal den Film aus dem Jahr 2010 an. Denn der Stand der Ermittlungen ist noch heute genauso aktuell. Was ist damals passiert? Das Verschwinden von Felix Heger, einer der rätselhaftesten unter den bundesdeutschen Vermisstenfällen. Seine letzten Spuren verlieren sich im Nordschwarzwald, über 100 Kilometer von seinem Heimatort entfernt. Sein Spielzimmer bei Oma Maria und Opa Johann ist unverändert. Ja, ich gehe die Sachen noch um. Seit über 4 Jahren hat hier kein Kind mehr die Spielsachen angerührt. So lange wird ihr Enkel schon vermisst. Hier stand ein Stuhl. Wenn der morgens kam, ist er dort drauf gestiegen. Da kam er gerade dahin so, ne? Dann hat er so einen gegessen. Die haben sie immer mal hingelegt. Ja, ja, immer da hingelegt. Dann hat er aber immer keine Ruhe. Sagt, Opa, noch eine. Ist noch Schokolade drin, ne? Wieder 4,5. Die wartet jetzt immer noch, dass er abgeholt wird. Ja. Das bleibt doch da. Ich habe immer gesagt, das bleibt da, bis er dann nochmal kommt, bis er wieder da ist. Ja. Wo ist Felix? Seit dem 6. Januar 2006 ist der zu diesem Zeitpunkt 2,5 Jahre alte Junge verschollen. Seit damals suchen ihn seine Großeltern. Dieser Zustand, der jetzt herrscht, ist unmenschlich. Du weißt, das Kind ist irgendwo. Und wenn es doch so sein sollte, dass er tot ist, dann möchte ich das doch auch wissen. Dann könnte man Abschied nehmen. Und man könnte dann noch mal zur Ruhe kommen. Aber so kann man es nicht. Kann doch kein Mensch einfach verschwinden. Einfach so verschwinden von der Bildfläche. Das gibt's doch nicht. Johann und Maria Schmitz wollen endlich wissen, wo ihr Enkel ist. Im vermissten Fall Felix Heger stößt man auf zahlreiche Ungereimtheiten. Wir rekonstruieren sein Verschwinden, begleiten die Großeltern bei ihrer Spurensuche, treffen Ermittler, Gutachter und Zeugen. Sie alle sind, vergleichbar mit einem Puzzle, Teile eines Gesamtbildes, das uns am Ende eine Antwort auf die Frage bringen soll, wo ist Felix? Alles beginnt am Dreikönigstag 2006 in Oftersheim. In der Dachgeschosswohnung lebt Felix mit seiner Mutter. Sein Vater, der geschiedene Michael Heger, will ihn dort abholen. Doch anders als sonst sträubt sich der Junge heute, will sogar extra seinen Opa anrufen. Erst war meine Tochter dran und hat gesagt, der Felix möchte mit dir sprechen. Unsere Tochter war auch schon ganz aufgeregt. Und dann hat die, Opa, bitte komm ich holen, ich möchte heute nicht zu meinem Papa. Bitte, bitte komm ich holen. Er hat geheult. Wie dann gesehen hat, dass er von mir keine Hilfe bekommen hat, das verzeihe ich mir nie. Dann ist er im Wohnzimmer hinter die Ecke gekrochen, hat sich da versteckt. Seine Angst an diesem Morgen bleibt ein Rätsel. Aber Felix beruhigt sich und geht mit seinem Vater ins Wochenende.
Bei der Grillhütte im Oftersheimer Wald werden die beiden das letzte Mal gesehen. Zwei Tage später. Michael Heger bringt Felix nicht zur vereinbarten Zeit zurück. Mutter und Großeltern hoffen zwar, dass sich der Vater nur mal wieder verspätet, stellen aber beim Polizeiposten in Schwetzingen eine Vermisstenanzeige. Polizeisprecher Norbert Schätzle beschäftigt der Fall bis heute. Er erinnert sich an die ersten Maßnahmen am Tag nach der Vermisstenmeldung. Wir wussten, dass Michael Heger gerne mit Felix in den Wald gegangen ist, spazieren gegangen ist. Haben wir dann gesucht, haben dazu auch Hubschrauber eingesetzt und auch relativ viele Polizeikräfte dann im Einsatz gehabt. Polizeibeamte öffnen Michael Hegers ein Zimmer-Apartment in Oftersheim. Sie finden keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort, aber auf dem Bett zwei auffallend platzierte Bücher. Wir haben dann in der Wohnung Bücher gefunden, die sich mit den Selbsttötungen befassen. Dann geht es in diese Richtung, dass wir dann schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt den Verdacht hatten oder auch die Befürchtung hatten, dass möglicherweise hier Schlimmes passieren kann. Felix' Mutter ist am Ende ihrer Kräfte. Das Verschwinden ihres Sohnes belastet Manuela Heger so sehr, dass sie bis heute nicht darüber sprechen kann. Die war am Boden zerstört, war nichts. Also da war gar nichts mitzumachen. Die hat dann hier gesessen, wir hatten damals die Möbel noch anders hier stehen. Die hat dann unter der Gelegenheit gebrüllt. Im Nordschwarzwald, über 100 Kilometer von Oftersheim entfernt, entdecken Streifenpolizisten am 10. Januar 2006 zufällig das Auto von Michael Heger. Darin finden die Beamten ein paar Blutstropfen von ihm. 100 Schaften und ein Hubschrauber beginnen mit der Suche rund um den Wiedenfelsen. So. Vom Fahrzeug bis in den Wald hinein hatten wir immer mal wieder so eine Art Blutspur, Blutstropfen gefunden, die wir Michael Heger zugeordnet haben. Legt hier jemand absichtlich eine Spur? Suchtrupps folgen dem Blut und finden bald rund 400 Meter oberhalb des Parkplatzes ein Versteck im Wald. Dort Kleidungsstücke von Michael Heger, zwei leere Schnapsflaschen und eine Packung Schlaftabletten. Als einzige Spur zu Felix Heger haben wir einen Handschuh von Felix gefunden, aber auch nicht mehr von Felix. Das ist jetzt das einzige Indiz darüber, dass Felix sich möglicherweise dort aufgehalten haben könnte. Oder doch nur eine falsche Fährte? Denn die Zeugin Heike Reis-Seifried macht über 30 Kilometer vom Waldversteck entfernt eine seltsame Beobachtung. Kurz nach 7 Uhr am Morgen des 13. Januar 2006 fährt sie bei Iffezheim über die Grenze nach Frankreich. Mitten im Niemandsland sieht sie plötzlich einen Mann mit einem kleinen Jungen. Irgendwie dachte ich, was machen die hier? Die passen hier eigentlich gar nicht her. Aber es sah natürlich im Gegenzug auch so aus, wie wenn die auf irgendjemand warten, der aus Frankreich kommt, der sie mitnimmt. Also das war die einzig logische Erklärung. Dieselbe Beobachtung machen zwei weitere Zeugen. Die Polizei dehnt die Suche nach Frankreich aus. Ohne Erfolg. Im Schwarzwald muss wegen schlechter Sicht und Schneefall abgebrochen werden. Erst 6 Wochen später sollten sich neue Spuren ergeben. Für die Großeltern beginnt damals eine psychische Katastrophe, die bis heute andauert. Ohne ihren Felix finden sie keine Ruhe, sind Gefangene der quälenden Ungewissheit. Ihr Enkelkind war bis zu seinem Verschwinden fast jeden Tag bei Oma und Opa. Johann und Maria Schmitz waren für Felix mehr Eltern als Großeltern.
mir eigentlich schon gedacht, ich sterbe und habe nie einen Enkel. Und plötzlich war der Felix da und war genauso, wie ich mir vorgestellt habe. Temperamentvoll und ein schönes Kind. Es war wunderbar mit ihm. Ja, das Felix, das war für uns. Ja. Und wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir ihn doch noch zu sehen bekommen. Jedenfalls sind wir sicher, dass er irgendwo ist. Und wir können nur beten, dass es ihm gut geht. Februar 2006. Seit dem Verschwinden von Felix und seinem Vater sind bereits 51 Tage vergangen. Nur 300 Meter unterhalb des Parkplatzes, auf dem Michael Hegers Auto gefunden wurde, geht ein junges Paar spazieren. Neben dem Weg findet ihr Hund einen leblosen Körper. Es ist die Leiche von Michael Heger. Sofort sucht die Polizei die Gegend nach Felix ab. Doch von dem Jungen fehlt nach wie vor jede Spur. Michael Hegers Leichnam kommt zur Obduktion in die Rechtsmedizin nach Freiburg. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden übernimmt das Todesermittlungsverfahren. Die Sterbehilfebücher, die Alkoholflaschen und die Schlaftabletten im Waldversteck ergeben für die Ermittler ein deutliches Bild. Selbstmord. Unsere Ermittlungen haben ergeben, dass Michael Heger an Brustverletzungen gestorben ist. Er ist in unwegsamem Gelände gestürzt, möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten und Alkohol. Warum aber wurde die Leiche nicht schon im Januar gefunden? Schließlich durchkämmten die Suchtrupps damals genau dieses Gebiet. Also muss es wohl so gewesen sein, dass Michael Heger, wie auch Zeugen sagen, sich möglicherweise ganz woanders zu diesem Zeitpunkt aufgehalten hat, möglicherweise im Grenzgebiet zu Frankreich, und hat sich erst nach unseren Durchsuchungen dort wieder zurückbegeben, um möglicherweise vielleicht dann auch wieder im Biwak zu übernachten. Aber wo ist Felix? Die Polizei sieht sich am Ende ihrer Möglichkeiten. Und so schreibt der leitende Beamte am 2. März 2006. Spekulativ bleiben die Überlegungen hinsichtlich der Art und Weise der Tötung des Kindes sowie des Tat- und Leichenfundorts. Wir sind davon ausgegangen, dass Felix möglicherweise nicht mehr am Leben sein kann, weil auch sein Vater tot aufgefunden worden ist. Und wir haben aus polizeilicher Sicht zumindest die starke Vermutung gehabt, dass Felix nicht mehr am Leben sein könnte. Eigentlich hätte man noch mal suchen müssen, aber der Mann hat nachher aber gesagt, man hat so gründlich alles abgesucht, dem Gebiet, wo Heger sich aufgehalten hat, das Kind ist nicht da. Wir haben mittlerweile aber auch sowieso gesagt, weil ich Heger kenne, denke ich, dass ich ihn kenne, jedenfalls besser, wie die Polizei es jemals kann, der hat das Kind nicht umgebracht. Seit Felix verschwunden ist, nennt Johann Schmidt seinen Schwiegersohn nur noch Heger. Wer war dieser Mann? War er wirklich fähig, sein eigenes Kind zu töten? Seine ehemalige Nachbarin jedenfalls zweifelt daran. Der Vater ist sehr liebevoll und sehr gut mit ihm umgegangen. Also ich habe nie beobachtet, dass es da irgendwelche Konflikte, irgendwelche Spannungen gab, die irgendwie nicht bewältigt werden konnten. Es war ein vollkommen schöner Umgang eigentlich, muss man sagen. Er war nicht imstande, einer Maus was anzutun. Die hatten mal eine Maus in der Wohnung. Die haben sie 14 Tage gehegt und gepflegt. Meine Tochter wollte die weghaben. Nein, das kann man nicht machen. Das ist nicht gut für mein Karma. Fast 13 Jahre ist Michael Heger mit Manuela zusammen. Er studiert Germanistik, will Lehrer werden. Aber nach dem Studium hat er kein Interesse an einer Karriere. Er sitzt lieber auf dem Balkon, spielt Gitarre und arbeitet nur sporadisch. Mal als Volkshochschullehrer, dann als Hundefutterverkäufer. Jeden Job gibt er schnell wieder auf. Wenn er auf sie zugekommen wäre,
hätten sie gesagt, Mensch, da ist so ein freundlicher Mann. Sehr gewinnend. Der kam bei jedem gut an. Nur wie gesagt, er war nicht imstande, sein Leben in den Griff zu bekommen. Nach außen immer freundlich, ist er innerlich labil. Einmal droht er, von einer Brücke zu springen, macht aber nicht ernst. 2003 kommt Felix zur Welt. Manuela aber will keinen Mann, der sich ständig vor Verantwortung drückt. Sie trennt sich von Michael, der fortan von Arbeitslosengeld 2 lebt. Beim Jugendamt erkämpft er das Recht, seinen Sohn regelmäßig zu sehen. Hat Michael Heger etwas geplant? Dass er nicht spontan gehandelt hat, dafür spricht die Beobachtung von Bernhard Margul. Der Pressefotograf hat die Suchtrupps begleitet. Er wohnt in der Nähe und ist sich sicher, dass Michael Hegers Auto schon öfters auf dem Parkplatz am Wiedenfelsen stand. Ich habe beobachtet, wo wir runtergefahren sind, dass da ständig ein Fahrzeug steht. Also ist meiner Frau auch aufgefallen. Wir sind am zweiten Weihnachtsfeiertag runtergefahren. Und dann, wo wir wieder Silvester wieder hochgefahren sind, stand das Fahrzeug immer noch da. War Michael Heger schon einmal hier? Vielleicht sogar mit Felix? Hatte der Junge deshalb solche Angst, zum Papa zu gehen? Vielleicht hat Michael Heger hier seinen Tod geplant. Aber weshalb hinterlässt er dann keinen Abschiedsbrief? Dabei hat die Polizei in seinem Waldversteck einen Brief gefunden. Noch immer liegt das rätselhafte Schriftstück in der Asservatenkammer. Die Zeilen, mit Bleistift geschrieben, beginnen mit: Liebe Manuela. Michael Heger schreibt an seine Ex-Frau, er habe versucht, ihre Erwartungen zu erfüllen. Aber sein Bestes sei ihr viel zu schlecht gewesen. Er bedauert, dass so viel an wirtschaftlichen Dingen hänge. Von Selbstmord keine Rede. Ein Psychologe hat die Zeilen analysiert. In seiner Bewertung hat dieser Diplompsychologe nicht eindeutig klären können, ob es ein Abschiedsbrief ist oder nicht. Am Ende des Briefs schreibt Michael Heger: Und scheiße, ich liebe Felix leider viel zu sehr. Warum zu sehr? Zu sehr, um Felix bei der Mutter oder den Großeltern zu lassen? Um ihn am Leben zu lassen? Zu sehr, um ihm etwas anzutun? Er hat hier nicht geschrieben, scheiße, ich habe Felix viel zu sehr geliebt. Ja, er hat ja geschrieben, scheiße, ich liebe Felix viel zu sehr. Das hat ein Psychologe so ausgelegt. Und er war sehr genau mit sowas. Ja. Wissen Sie, er hat zum Beispiel die Angewohnheit gehabt, uns auch zu verbessern, wenn wir das Deutsch nicht so exakt ausgedrückt. Eine Psychologin empfiehlt, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass ihr Enkel tot sein könnte. Doch Johann Schmitz bricht die Therapie ab. Da habe ich eines Tages gesagt, ich kann das nicht mehr. Das bringt mir nichts. Mir kann keiner einreden, das Kind ist tot, bis dass ich es wirklich auch weiß, dass er tot ist. So kann ich nicht. Ich kann das nicht. Ob Befehl sagen, das Kind ist tot, das kam gar nicht da an. Gegen den Rat der Polizei fahren die beiden in den Schwarzwald. 3 Monate nach dem Verschwinden von Felix suchen sie selbst ihr Enkelkind. An der Stelle von Michael Hegers Waldversteck gelangen sie zu einer Erkenntnis. Aber jetzt weiß man ganz genau, da ist der Felix nicht gewesen. Unmöglich, da kann ein Kind nicht. Und dann noch bei Schnee, unmöglich. Nein, nein. Und da habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen, haben mir 2 gesagt, so kann es nicht gewesen sein. Das stimmt was nicht. Das stimmt was nicht. Aber weil die gar nicht wollten, dass wir was unternehmen, dann habe ich gesagt, jetzt nehmen wir uns einen Detektiv, da soll der mal recherchieren. Sie engagieren einen Detektiv und nochmal eine Suchhundestaffel. Rund um den Fundort von Michael Hegers Leiche sollen sie nach Überresten von Felix suchen. Also nach so einer langen Zeit ist es natürlich auch für die Hunde sehr schwierig, dort noch was zu finden. Ja. Es ist ein letzter Versuch. Mhm.
Also ich gehe davon aus, dass er nicht hier liegt und nie hier gelegen ist. Aber man kann sie nicht ausschließen. Ich meine, auch die Möglichkeit muss man in Betracht ziehen. Die Hunde sind ausgebildet, Leichengeruch aufzuspüren. Es gibt keinen Beweis, dass Felix jemals hier war. Dass sein Vater seinen Leichnam vergraben hat, gilt als unwahrscheinlich. Denn damals war der Boden tief gefroren. Ein Loch zu graben wäre unmöglich gewesen. Was aber, wenn er die Tat vorbereitet, schon vor dem Frost ein Grab ausgehoben hat? Es ist hier sehr, sehr schwierig und eine Glückssache, ob wir hier, wenn er überhaupt hier ist, im Prinzip drüber laufen. Wir versuchen es, es ist eine Chance, vielleicht haben wir dieses Quäntchen Glück, aber ganz definitiv sicher sagen, hier ist er nicht, das können wir hier bei diesem Gebiet nicht. Die Leichenspürhunde finden nichts. Johann Schmitz ist erleichtert und fühlt sich bestätigt. Felix muss irgendwo anders sein. Lebendig. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, dass die Geschichte zu einem guten Abschluss kommt und dass Sie auch Ihre Ruhe finden und dass die Geschichte gut ausgeht. Ja. Doch die Erleichterung weicht schnell wieder der Wut auf den verstorbenen Schwiegersohn, der für den ganzen Kummer verantwortlich ist. Er hat nie überwunden, dass unsere Tochter ihn verlassen hat. Er hat ja von meiner Tochter gelebt und von uns. Ne? Er hat sie nie im richtigen Beruf nachgegangen. Und er konnte auch nicht überwinden, dass man jemand wie er, wie ihn, verlassen kann. Das hat er nie überwunden. Und sein einziges Bestreben war, sich an unserer Tochter zu rächen. Wie rächt man sich am wirkungsvollsten an einer Mutter? Indem man ihr das Kind wegnimmt, so die Ansicht von Johann Schmitz. Wir erinnern uns. Zeugen haben Vater und Sohn angeblich an der französischen Grenze gesehen. Dass Michael Heger sein Kind abgegeben hat, halten die Großeltern für möglich. Doch wohin? Irgendwo im Ausland, vielleicht gar nicht weit weg. So ein Kind nimmt jeder. Das war ja auch so ein Witz. Ja. Ja, wer nimmt denn so ein Kind, hat es bei der Polizei geheißen. Also, das so schneidet man ab. Ne? Das war ein nettes Kind, ne? Das meinte, dass sowas... Wie viele Familien laufen sich die Hacken rund, für so ein Kind zu bekommen? Ja. Die Polizei allerdings hält diesen Gedanken für abwegig. Es gibt Anmelderichtlinien und so weiter. Wie wollen Sie denn das Kind dann später dann auch in den Kindergarten oder dann in eine Schule bringen, das dann plötzlich aufgetaucht ist, ohne eine Vorgeschichte damit zu haben? Der beauftragte Detektiv ist anderer Ansicht. Julius Engel, ein Spezialist im Auffinden von Vermissten. Über 150 Kinder hat er in seiner Karriere wieder zurückgebracht. Felix lebt heute noch, da bin ich überzeugt. Ob der Vater Selbstmord begangen hat oder ermordet worden ist, dann möchte ich mit Fragezeichen beantworten. Weiß ich nicht. Beides ist nicht ausgeschlossen. Er findet heraus, dass Felix' Vater zeitweise in Esoteriker- und Sektenkreisen verkehrte. Michael Heger lebte 1997 für ein paar Wochen bei der Tamera-Sekte in Portugal, probierte alternative Lebensstile. Außerdem besuchte er Esoterikmessen. Detektiv Engel fährt deshalb zu einem Psi-Kongress nach Basel. Dort spricht ihn eine Frau an, die behauptet, Felix lebe in Portugal. Dann erzählte sie mir, natürlich gegen Geld, dass Felix in der Nähe von Travira ist. Espirito nennt sich das kleine Kuhdorf. Ja. Und das ist sehr schwer zu finden. Und da war der Felix bei seiner Glaubensschwester, hat sie gesagt, Glaubensschwester. Detektiv Engel reist mit seinem Sohn nach Portugal. Doch von Felix zunächst keine Spur. Julius Engel schaltet das Bundeskriminalamt ein.
Aber Felix ist auch nicht bei der Tamera-Sekte. Die deutsche Polizei sucht die Zeugin aus Basel. Aber die geheimnisvolle Frau ist nicht zu finden. Der Privatermittler hatte auch aus uns unverständlichen Gründen weder eine Telefonnummer noch einen Namen dieser Frau, die ihn angesprochen hatte, notiert. Was eigentlich aus unserer Sicht für einen Privatermittler, der sich dann auch so akribisch gibt, wie er sich eben in diesen Ermittlungen gegeben hat, eigentlich unvorstellbar ist. Warum haben Sie da keine Kontaktdaten aufgeschrieben von der Frau? Eventuell für Nachfragen nochmal in Kontakt bleiben. Sie sagte mir, geben Sie, also ich soll meine Handynummer geben, ja? Sie ruft an. Ich sage, okay, das ist meine Handynummer, geben Sie mal Ihre. Sagt er, wieso? Ich habe jetzt Ihre, das reicht mir. Die Polizei hat langsam den Verdacht, dass der Detektiv Spuren erfindet, um weiter im Geschäft zu bleiben. Braune Augen. Er hat uns Spuren und Hinweise geliefert, die wir auch im Ausland dann überprüft haben, durch Verbindungsbeamte des Bundeskriminalamtes. Aber diese Spuren waren alle nicht existent, die liefen alle ins Leere und dementsprechend waren diese Spuren eigentlich Druckspuren für uns. Felix Großeltern verlieren das Vertrauen in Julius Engel und kündigen ihm. Die Kosten wären ohnehin zu hoch geworden. Spesen und Honorare des Detektivs verschlangen fast ihre gesamten Ersparnisse für den Lebensabend. Rund 70.000 Euro. Ich habe keine einzige Cent Honorar verlangt. Die Großeltern Schmidt haben mir nur die reinen Unkosten bezahlt. Da kann ich ihr jederzeit nachweisen. Ja? Meine Sohn und meine Mitarbeiter, ist was anderes. Ja? Die wollen, müssen Honorar haben. Ja? Ich lebe von meiner Rente. Ja. Wenn Sie in die Lage versetzen von uns, wenn jemand kommt und macht Ihnen sagt, so und so ist das, das kriegen wir hin, das ist nur eine Frage der Zeit, wir müssen nur noch dranbleiben, dann machen Sie alles. Angehörige von Vermissten fallen oft falschen Versprechungen zum Opfer. Diese Beobachtung macht der Polizeipsychologe Adolf Gallwitz immer wieder. Es ist sehr schwer abzuschließen, aber solange das nicht gemacht wird, habe ich lebenslang immer wieder so diese Wunde, dass ich hier empfänglich bin und vielleicht auch Leib, Leben, Gesundheit und mein Vermögen investiere, um irgendwelchen Leuten hier den Auftrag zu geben, auf allen Teilen der Welt nach meinem Sohn oder nach meiner Tochter zu suchen. In Deutschland werden jährlich rund 15.000 Kinder als vermisst gemeldet. In der Regel kehren fast alle nach wenigen Tagen wieder zurück. Wer allerdings über Wochen und Monate verschwunden bleibt, taucht selten wieder auf. Ausnahme Natascha Kampusch. Sie verschwand im Alter von 10 Jahren, entführt und in einem Verlies gefangen gehalten. Nach 8 Jahren Gefangenschaft konnte sie sich befreien, zur Freude ihrer Mutter. Ich habe immer fest daran geglaubt, dass sie irgendwann einmal kommt. Also, ich kann es gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Der berühmte Fall Kampusch. Für Angehörige Langzeitvermisster Ansporn, niemals aufzugeben? Bei uns in Westeuropa gibt es mit Ausnahme von Natascha Kampusch keine derartigen Hinweise. Es sind keine Kinder zurückgekommen. Und deswegen muss man einfach sagen, diese Hoffnungen kann man zwar verstehen, aber dafür gibt es keine Ermittlungsansätze, die das bestätigen würden. Felix müsste, der Statistik nach, also auch tot sein. Glauben Sie fest dran, dass er noch lebt? Ja, das glaube ich. Und solange man keiner das Gegenteil beweisen kann, bleibt es auch dabei. Ich bin in meiner Weise schon prozentig erlebt irgendwo. Und ich weiß, dass sein Vater ihn nicht umgebracht hat, weil er das gar nicht konnte. Aber wenn Felix lebt, wie sieht er heute aus? Mittlerweile sind 4 Jahre seit seinem Verschwinden vergangen. Adolf Gallwitz arbeitet eng mit amerikanischen Spezialisten zusammen, die Menschen digital altern lassen können. Das ist René, der 1996 im Alter von 6 Jahren spurlos in Portugal verschwand. Heute könnte er so aussehen. Von der Qualität muss man sagen, es gab schon fantastische Treffer. Also die amerikanischen Kollegen haben schon Menschen nach 14, 15 Jahren gefunden, die wirklich so ausgesehen haben, wie man das auf dem Foto versucht hat vorherzusagen. Und bei den vielen anderen Fällen kann man es nicht beurteilen, weil diese Menschen nie mehr wieder aufgetaucht sind.
Auch Felix haben die digitalen Bildbearbeiter altern lassen. Das Foto ist weltweit abrufbar auf der offiziellen Felix-Internetseite. Mittlerweile hat sich eine Privatinitiative gegründet mit dem Ziel, Felix zu finden. Die Mitglieder helfen den Großeltern bei ihrer Suche. Besonders, als sie 2009 erstmals Einblick in die Ermittlungsakten erhalten. Bei meinen ersten Kontakten habe ich festgestellt, sie sind ganz alleine. Keiner hört ihnen zu. Und ich habe ihnen zugehört und habe dann auch diese Unterlagen gesichtet und habe festgestellt, es ist so vieles im Argen. Tatsächlich bringt der Blick in die Akten einiges in Gang. Bisher glaubten die Großeltern, dass ihr Schwiegersohn im Alkoholrausch erfroren ist. Jetzt erkennen sie, dass die exakte Todesursache überhaupt nicht festgestellt werden konnte. Dennoch hatten die Ermittlungsbehörden keine weiteren Nachforschungen unternommen. Rechtsanwalt Alexander Moser aus Baden-Baden übernimmt kostenlos den Fall. Nach Studium der Akten ist er überzeugt, dass Michael Heger nicht Selbstmord verübt hat. Wenn er ein deutliches Zeichen hätte setzen wollen, dass er sich jetzt umbringen möchte, dann legt man nicht zwei Bücher auf sein Bett, gut sichtbar, wie man sich denn umzubringen hat, sondern man schreibt einen ordentlichen Abschiedsbrief, aus dem eindeutig hervorgeht, ich bringe mich jetzt um. Michael Heger soll in betrunkenem Zustand Selbstmord verübt haben. Im Obduktionsbericht steht aber etwas anderes. Die Rechtsmediziner in Freiburg kommen bei ihrer Untersuchung zu einem überraschenden Ergebnis. Wenn Michael Heger zum Todeszeitpunkt unter Alkoholeinfluss gestanden hätte, wäre das nachweisbar. Doch Blut und Urin sind alkoholfrei. Außerdem wundert sich Anwalt Moser, dass die Leiche nicht schon von den Suchtrupps und dem Hubschrauber entdeckt wurde. Es war Winter, es war kein Laub an den Bäumen und die Stelle, an der der Kindsvater gefunden wurde, ist eigentlich ohnehin nicht so bedeckt von Bäumen, dass man die Leiche nicht von oben hätte sehen können. Was schließen Sie daraus? Wie gesagt, ich nehme an, dass die Leiche eben dort erst zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich als sie bereits tot war, dorthin gebracht wurde. Anwalt Moser glaubt, dass Michael Heger ermordet wurde. Um seinen Verdacht zu beweisen, schaltet er einen Mediziner ein. Der Lungenspezialist Heribert Ortlieb aus Karlsruhe prüft die Obduktionsakten. Für ihn bleiben viele Fragen offen. Vor allem zweifelt er an den Schlussfolgerungen. Letztendlich war es halt so, dass die ganze Geschichte von vornherein eigentlich in einer Schublade war. Das Ganze lief als Suizid. Und es hat vielleicht dazu geführt, dass gewisse Untersuchungen überhaupt nicht veranlasst wurden. Ein Beispiel. Die Rechtsmediziner entdecken am Handgelenk von Michael Heger eine Wunde, die einem Einstich gleicht. Sie empfehlen der Staatsanwaltschaft eine toxikologische Untersuchung, um die Todesursache exakt festzustellen. Doch die lehnt ab. Weil die Spuren, die wir gefunden haben, die sich aus dem Gutachten ergeben haben, eindeutig dafür gesprochen haben, dass Herr Heger zu Fall gekommen ist und dass Todesursache die Verletzungen waren, die er im Brust- bzw. Bauchbereich erlitten hat. Aber auch die Brustverletzungen bleiben dem Lungenspezialisten ein Rätsel. Nach Ansicht von Heribert Ortlieb waren diese niemals tödlich. Außerdem hätte sich mehr Blut in den Lungen finden müssen. Es ist etwas eigenartig. Es spricht eigentlich dafür, dass entweder der Patient diesen Sturz nur kurz überlebt hat oder dass er zum Zeitpunkt des Sturzes gar nicht mehr gelebt hat. Wurden Michael Heger die Verletzungen erst nach dem Tod zugefügt?
um einen Sturz vorzutäuschen? Das vermuten Anwalt Moser und Lungenspezialist Ortlieb. Die Staatsanwaltschaft dagegen hält ein Verbrechen für ausgeschlossen. Dazu ist zu sagen, dass dieser Arzt kein Rechtsmediziner ist, dass er die Obduktion nicht durchgeführt hat und dass er lediglich eine Ferndiagnose abgegeben hat. Wie ist Michael Heger gestorben? Aus Sicht der Staatsanwaltschaft so. Er schluckt in Selbstmordabsicht Alkohol und Schlaftabletten. Benommen torkelt er anschließend durch den Schwarzwald. Irgendwann stürzt er und stirbt aufgrund einer Kombination aus Alkohol, Tabletten, Kälte und seinen Brustverletzungen an Herz- und Kreislaufversagen. Dagegen steht die Mutmaßung von Anwalt Moser. Jemand legt Bücher auf Michael Hegers Bett, fährt in den Schwarzwald, platziert dort Schnapsflaschen und Tabletten, um einen Suizid vorzutäuschen. Der Unbekannte vergiftet Michael Heger, fügt ihm nachträglich Brustverletzungen zu und legt ihn in den Wald. Die Leiche liegt nur 5 Meter oberhalb eines Waldweges, der an dieser Stelle so breit ist, dass ein Fahrzeug leicht wenden kann. Zufall? Aber egal, welche Version der Wahrheit am nächsten kommt, eine Frage bleibt immer unbeantwortet. Wo ist Felix? In Köln hoffen die Großeltern von Felix auf Klarheit, denn längst sind sie in einem Dickicht von Vermutungen verstrickt. Sie besuchen den Kriminalisten Marc Benecke, eine Koryphäe der Forensik. An welchem Datum war das? Marc Benecke hält nichts von Verschwörungstheorien. Dennoch prüft er auch die Mordversion des Anwalts. Also ich würde das mal so sagen, diese Theorie sollte man als letzte verfolgen. Und man sollte das im Ausschlussverfahren machen, Sherlock Holmes-Prinzip. Man sollte alles ausschließen, was nicht sein kann. Und das, was übrig bleibt, muss dann stimmen, egal wie hirnverbrannt, seltsam oder unwahrscheinlich das ist. Und ich würde mal sagen, das würde ich unter seltsam und unwahrscheinlich betrachten, dass der gefroren in einem Kofferraum lag und dahingelegt wurde. Aber ich würde es auf jeden Fall prüfen, wenn wir die anderen Sachen ausschließen können. Dem Kriminalbiologen fällt die vermeintliche Einstichstelle am Handgelenk auf. Eine Giftinjektion hält er für unwahrscheinlich. Dass die Stelle aber nicht näher untersucht wurde, ist seiner Ansicht nach verantwortungslos. Also es hätte auf jeden Fall was gebracht, nämlich es hätte ausgeschlossen, dass es zum Beispiel bestimmte Substanzen sind, die man nämlich immer in der Haut, besonders bei gefrorenen Leichen, problemlos noch nachweisen kann. Die Obduzenten hätten die Stelle am Handgelenk gerne näher untersucht. Aber die Staatsanwaltschaft wollte dazu keinen Auftrag erteilen. Wir können nicht jedem Hirngespinst nachlaufen. Was sehr zeitaufwendig wäre, personalintensiv wäre, kostenintensiv wäre, ohne einen konkreten Anhaltspunkt zu haben. Aber wäre jetzt in diesem Fall eine toxikologische Untersuchung, die vielleicht 300 oder 500 Euro kostet, nicht trotzdem angemessen gewesen? Schließlich geht es auch um ein vermisstes Kind, das immer noch vermisst ist. Das ist ein Fehlschluss. Es geht nicht um das vermisste Kind. Dafür ist die Staatsanwaltschaft Baden-Baden nicht zuständig. Es geht allein um den Punkt, ist Herr Heger durch Fremdverschulden zu Tode gekommen oder nicht? Wurde Felix bislang nicht gefunden, weil sich die Behörden die Verantwortung für den Fall gegenseitig zuschieben? Dabei ist klar, Tod des Vaters und Verschwinden des Jungen hängen unmittelbar zusammen. Das würde ich jetzt mal juristisch-bürokratische Unmenschlichkeit und Kälte nennen. Ja. Das ist nämlich genau das, was man nicht machen kann. In was für einer Welt leben wir eigentlich? In einem der reichsten Länder der Erde, in dem man hingehen kann und sagen kann, ach, das Menschenleben, das interessiert mich jetzt nicht. Wo sind wir denn? 11. Januar 2006.
Das halten die für glaubwürdig, ja, weil die, aber sie wissen stundenlang nicht, analysiert das Ermittlerteam um Mark Benecke den Fall. Dabei stoßen sie auf Widersprüche und Nachlässigkeiten der Ermittlungsbehörden. Obwohl die Spurenlage sicher sehr merkwürdig und unheilig ist und auch mit diesen Tropfen, die zum Biwak gehen, gehen die einfach davon aus, dass es ein Suizid war und dass das Kind sich in Luft aufgelöst hat und fertig. Und damit ist die Akte geschlossen. So, das wäre also der Ermittlungsteil, das ist schon mal vom Murks. Da sind wir uns alle darüber einig, dass das Murks. Dennoch ist es möglich, dass Michael Heger seinen Sohn getötet hat. So die Psychologin im Team. In seinem Lebenslauf und seiner Persönlichkeitsstruktur sieht sie dafür eine Veranlagung. Aber wenn in ihm diese Frustration und die Hassgefühle beides gleich da wären, könnte es ja Sinn machen, dass er sich sagt, nicht nur das Kind gehört für immer mir, sondern noch über den Tod hinaus wirst du, also die Mutter, niemals erfahren, was passiert ist. Damit hat er ja sozusagen nochmal eine endgültige Bestrafung ausgeübt. Das wäre eine Möglichkeit. Bei der Frage, wie Michael Heger zu Tode gekommen ist, hält Mark Benecke die Version der Staatsanwaltschaft für am wahrscheinlichsten. Trotzdem, da möchte ich mich aber frage mich immer, wie hat er es denn gemacht? Ich kann damit leben, dass der da an dieser Stelle gestürzt ist. Ich kann damit leben, dass der ein bisschen Medikamente, ein bisschen Kälte, ein bisschen Alkohol, ein bisschen Verzweiflung, weiß der Teufel. Damit kann ich leben. Aber die Frage ist ja, wo ist das Kind? Diese Antwort bleibt uns aber auch der berühmte Kriminologe schuldig. Wo ist Felix? Wir haben versucht, der Lösung näher zu kommen. Haben Zeugen und Experten getroffen, sind auf Rätsel und Widersprüche gestoßen. Es gibt Mutmaßungen, dass Felix lebt und Michael Heger ermordet wurde, aber es fehlen die Beweise. Die Behörden haben viel versucht, aber nicht alles gemacht, um Felix zu finden. Wir wissen nicht, ob Felix tot ist oder sich vielleicht irgendwo aufhalten könnte. Solange wir keine Gewissheit haben, können wir das natürlich auch nicht mit Fug und Recht behaupten. Allerdings sprechen alle Indizien aus kriminalpolizeilicher Sicht dafür, dass Felix nicht mehr am Leben sein kann. Aber wo ist dann sein Leichnam? Drei Möglichkeiten scheinen uns plausibel. Hier wurde Felix das letzte Mal lebend gesehen. Vielleicht liegt im Oftersheimer Wald seine Leiche. Michael Heger wollte sich womöglich über den Tod hinaus an seiner Frau rächen. Dazu hat er vielleicht im Schwarzwald ein Grab vorbereitet, damit Felix nie gefunden wird. Geht man davon aus, dass Michael Heger tatsächlich mit seinem Sohn am Grenzübergang Iffezheim war, dann könnte auch der Rhein das Grab des kleinen Jungen sein. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Für die Großeltern lebt Felix. Jedes Jahr am Geburtstag ihres Enkels gehen sie in die Kirche, um dort eine Kerze für den Jungen anzuzünden. Johann und Maria Schmitz sind überzeugt. Irgendwo feiert der Junge heute seinen 7. Geburtstag. Ich bete für Felix. Und dann stelle ich mir vor, wo er ist. Denke mir daran, hoffentlich geht es dir gut. Hoffentlich bist du irgendwo, wo du irgendwie ein gutes Leben hast. Großeltern Schmitz sind heute 83 und 85 Jahre alt. Für sie hat sich auch 15 Jahre nach dem Verschwinden ihres Enkels nichts verändert. An den Tod von Felix können
oder wollen Sie nicht glauben? Wenn ich wüsste, dass er in einer Familie ist, wo es ihm gut geht, wären wir die Letzten, die ihn da rausnehmen würden. Wir müssen auch wissen, es geht ihm gut. Mehr wollen wir gar nicht. Wir wollen nicht irgendwie Leute da verdächtigen, irgendwas, das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen nur wissen, wo ist der Felix. Ja. Wenn es ihm gut geht und er nicht von sich aus zu uns zurückkommen will, wären wir auch zufrieden. Aber damit wissen ja nichts, wissen gar nichts, was damals geschehen ist. Und das ist unmenschlich. Das Kind lebt irgendwo. Da bin ich mir ganz sicher. Weil es sprechen so viele Faktoren dafür, dass er das Kind weggegeben hat. Wir sind zwei alte Leute und wir hätten noch gern, solange wir noch hier sind, gewusst, was damals geschehen ist. Inzwischen hat der Verein vermisster Kinder eine Belohnung ausgesetzt. 75.000 Euro für den Hinweis, wo Felix ist. Deshalb richten die Großeltern noch einmal einen Aufruf an die Öffentlichkeit. Liebe Zuschauer, wir wenden uns heute an Sie. Bitte, bitte, wenn Sie uns helfen können, bitte melden Sie sich. Es geht bei uns um die Leute, die Heger gekannt haben und die letzten Monate mit ihm noch zusammen waren, Verbindung zu ihm hatten. Wir wenden uns auch an die Leute, die ihm Unterkunft gewährt haben und ihm weitergeholfen haben. Wenn Sie uns weiterhelfen können, bitte, wir bitten Sie, geben Sie uns Nachrichten, weil ich könnte mich fertig. Ja. Macht gut. Liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, wir wenden uns mit der Bitte an Sie, uns zu helfen, Felix wieder zu finden. Melden Sie sich bitte bei uns. Es ist auch eine Belohnung von 75.000 Euro ausgesetzt. Wenn Sie irgendwelche Hinweise haben oder was Ihnen damals nicht wichtig erschienen ist, aber wo Ihnen jetzt noch nachträglich einfällt, melden Sie sich bitte. Danke.